Ich darf Sie begrüßen im Mandlerhof in Wien im ersten Bezirk. Wir haben hier eine Gesprächsrunde anlässlich 20 Jahre Bestehen der Zeitschrift Ursache und Wirkung, einer buddhistischen Monatszeitschrift. Und ich darf begrüßen Herrn Universitätsprofessor Dr. Peter Riedl, den Hausherrn, Eigentümer und Herausgeber. Neben mir Tina Drastschik, Tibetologin und Mitglied der Kamakaju-Gemeinschaft Wien, Bante Selavansa, den leitenden Mönch der Theravada-Gruppe in Wien, und Professor Johann Fiegel, Religionswissenschaftler an der Universität Wien. Die erste Frage, die sich hier stellt, wir haben uns gedacht, wir fragen anlässlich 20 Jahre Ursache und Wirkung, was denn Buddhismus heute hier nach dem Verständnis aller Beteiligten sein kann. Und die erste Frage ist natürlich Religion oder Weltanschauung. Und dann stellt sich aber die Frage, was ist denn eigentlich eine Religion? Weil unter Religion kann man sehr viel Verschiedenes verstehen. Darf ich Sie bitten, Herr Professor? Ja, bitte. Aus der Religionswissenschaft ist es natürlich auch nicht so einfach, auf diese zentrale Frage, was ist Religion, zu antworten. Ich möchte nur in Erinnerung rufen, dass es hier Dutzende Definitionen gibt. Trotzdem muss, um der Realität gerecht zu werden, zumindest eine Arbeitsdefinition gefunden werden, eine Orientierung, damit man Religionen von Phänomenen oder Gesellschaften unterscheiden kann, die nicht religiös sind. Und ich denke, da hat sich in den letzten Jahren eine Unterscheidung herausgestellt, nämlich, dass es in Religionen um eine Wirklichkeit geht, die unser Leben und unser Dasein, unsere geschaffene materielle Wirklichkeit überschreitet. Also so etwas, was man mit dem Ausdruck Transzendenz bezeichnet. Ob Menschen sich auf so eine Wirklichkeit, die nach dem Tod, die vor der Geburt ist, beziehen und ob sie auf eine Wirklichkeit sich beziehen, die größer ist als unsere erfahrbare Welt. Ich denke, wenn das gegeben ist, können wir zu Recht von religiösen Einstellungen sprechen. Menschen, die in keiner Weise das haben, jedes Leben nach dem Tod ablehnen oder mit denen die materielle Wirklichkeit alles ist, was es gibt, da würde ich eher sagen, dass das nicht eigentlich Religion im religionswissenschaftlichen Sinn ist. Das ist eine erste allgemeine Zugangsweise, die natürlich noch abstrakt ist. Ich denke, man muss hinzufügen einen zweiten wichtigen Punkt, dass es darum geht, eine Beziehung zu dieser Wirklichkeit zu haben, wie immer sie bestimmt wird. Wenn diese Beziehung nicht gegeben ist, so kann das zu einer bloß äußerlichen Religion verkommen. Aber es ist schon wichtig, ob die Menschen religiös sind, dann sind sie religiös, wenn sie auch eine existenzielle Beziehung haben. Das wäre ein allgemeiner Zugang zu dem, was Religion ist. Natürlich muss man auch noch hinzufügen, einige weitere Merkmale, die uns vertraut sind. Und wenn die gegeben sind, können wir von Religionsgemeinschaften sprechen. Zum Beispiel, dass Religiosität im Rahmen einer Gemeinschaft realisiert wird, einer Religion jetzt im soziologischen Sinn. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ein weiterer Aspekt, glaube ich, wäre, ob ein Kult hier gegeben ist, dass es kultische Aktivitäten gibt, die natürlich total verschieden sein können, wenn wir da in die Vielfalt der Religionen hineinschauen. Und ein dritter spezifischer Aspekt, so denke ich, ist auch eine gewisse ethische Orientierung oder eine Lebensorientierung, die die Religionen geben wollen. Und wo so etwas gegeben ist, denke ich, dürfen wir zu Recht von Religion sprechen. Und wenn die Frage gestellt wird, ist der Buddhismus Religion, so diskutieren wir das ja heute. Aber wenn aus religionswissenschaftlicher Sicht gefragt wird, nimmt der größte Teil der Religionswissenschaftler an, dass man den Buddhismus als Religion ansprechen kann. Und man muss aber erklären, warum die andere Frage auch sehr berechtigt ist, ist eine Lebensanschauung, ist der Philosophie und so weiter. Aber das ist der Gegenstand unserer Diskussion. Der Buddhismus ist ja nach Europa erst im 19. Jahrhundert
zwar nicht gekommen, aber erst bekannt geworden, so richtig, oder bekannt geworden eigentlich erst nach den 50er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat man langsam entdeckt, wie viele unterschiedliche Richtungen es gibt im Buddhismus. Und wenn ich jetzt so sagen darf, die älteste Tradition vertritt Bhante Selavansa. Wenn ich Sie frage, was ist Buddhismus, was würden Sie da antworten? Was sind die wichtigen Züge dieser Tradition? Ja, man kann den Buddhismus unterschiedlich betrachten. Wenn jemand viele Wünsche, Erwartungen, auch viel Glauben hat und wenn man versucht, diese Wünsche, diese Erwartungen auf den Glaube mit der Hilfe, von der Hilfe von Buddhismus erfüllen, dann ist eigentlich ein Buddhismus eine Religion. Und Glaube, besonders ohne kritische Betrachtung. Wenn jemand denkt, ich darf nicht die Lehre des Buddha kritisch betrachten, aber ich möchte ihn annehmen, üben. Und auch, wenn jemand denkt, der Buddha kann mir außen helfen, als höhere Macht. Und wie für ihn, für diesen Menschen, ist eigentlich der Buddhismus eine Religion. Wenn jemand Buddhismus liest und Theorie lernt, aber er will nichts praktizieren, für diesen Menschen ist der Buddhismus eine Philosophie. Wenn jemand Buddhismus liest, betrachtet, erkennt, dass es eine sehr, sehr schöne Methode ist und auch, wenn die eigenen Probleme, die eigentlich in der Gegenwart sind, die gegenwärtigen Probleme, Schwierigkeiten, und wenn er denkt, diese Schwierigkeiten kann ich eigentlich durch die Lehre des Buddha überwinden. Aber nur die gegenwärtigen Probleme. Und für diese Menschen ist der Buddhismus eine Therapie. Wenn jemand denkt, ich lese die Lehre des Buddha, ich verstehe diese Lehre des Buddha, die Lehre des Buddha, und wenn ich die Lehre des Buddha lese, sehe ich auch, dass der Lehre des Buddha mit mir redet, mit meinen eigenen Problemen, Schwierigkeiten, sowohl die geistige als auch die körperliche. Und er fängt an, diese Schwierigkeiten, Probleme, sowohl die geistige als auch die körperliche, ganz tief mit der Hilfe von weiser Erwägung zu untersuchen. Er sieht nicht nur die gegenwärtigen Probleme, er geht noch weiter und tief, er verwendet diese weise Erwägung, was im Buddhismus als Yoniso Manasikara heißt. Er geht tief und sieht auch die Wurzeln. Und dann verwendet die Lehre des Buddha nicht nur die gegenwärtigen Probleme zu überwinden, sondern auch diese Wurzel, diese Probleme zu beseitigen. Und für diesen Menschen ist der Lehrer des Buddha eine Methode der Geistesschulung. Was erwartet der? Läuterung, Entfaltung, Entwicklung, eigenes Bewusstsein. So unterschiedlich kann man den Buddhismus betrachten. Das hängt aber von der Betrachtung ab. Wir können nicht sagen, allgemein, der Buddhismus ist eine Religion, Buddhismus ist eine Philosophie, Buddhismus ist eine Therapiemethode, Buddhismus ist eine Weltanschauung, Buddhismus ist eine Geisterschulung,
So können wir nichts betrachten. Das hängt von der Betrachtungsweise ab. Das ist natürlich für Europäer, die gewohnt sind, dass es klare Definitionen geben soll, ist so eine differenzierte Darstellung ein bisschen ein Problem, vermute ich einmal. Aber schauen wir weiter. Dina Drastschik ist hier als Vertreterin sozusagen zeitlich gesehen einer der relativ späten Traditionen des Buddhismus, des tibetischen Buddhismus, der umgekehrt als Tradition alle anderen Traditionen in sich aufgenommen hat. Wie sehen Sie das? Vielleicht zuerst zum Stichwort Vertreterin der Tradition. Als solche sehe ich mich nicht. Meine persönlichen Wurzeln sind im tibetischen Buddhismus, aber ich kann nicht für den tibetischen Buddhismus sprechen, sondern eigentlich nur mein Verständnis zum Ausdruck bringen. Und Bhante hat schon so viel davon gesagt. Ich versuche mich irgendwie kurz zu fassen dazu. Aus meinem Verständnis ist Buddhismus auf jeden Fall eine nicht-theistische Religion, die weniger normativ ist, die eingebettet in ein sehr klar ausformuliertes System von ethischen Werten einen Weg anbietet, mit einer Fülle von spirituellen Methoden und eine Vorgehensweise, wo man primär kognitiv und empirisch vorgeht. Glauben und Vertrauen haben ihre Bedeutsamkeit, haben ihren wichtigen Stellenwert, aber ein praktizierender Buddhist wird doch, soweit mir das jedenfalls vertraut ist, von seiner spirituellen Anleitung her dazu aufgefordert, sich selbst auf diese Entdeckungsreise zu begeben und zu analysieren, zu überprüfen. Der Buddha selber hat seine Schüler dazu aufgefordert, die Lehre nicht einfach gläubig zu übernehmen, weil sie von ihm oder anderen Meistern stammen, sondern sie zu überprüfen. Und in dem Sinn ist von allem etwas dabei, aber die Rahmenbedingungen mal grundsätzlich eine nicht-theistische Religion. Ich würde gerne nachfragen, der tibetische Buddhismus, auch wenn Sie nur eine Vertreterin einer bestimmten Richtung und auch da nicht autoritativ sprechen, erscheint vom Äußeren her ja schon, also nach dem, was wir so landläufig als Religion verstehen, erscheint ja schon sehr stark dem zu entsprechen. Also gibt's da, und das klang aber eigentlich jetzt so, als ob zwischen Bhante und Ihnen kein Unterschied ist, kein wirklich gravierender. Obwohl ungefähr, sagen wir mal, 1000 Jahre oder mehr dazwischen liegen, wenn man also die Texttraditionen verfolgt und auch geografisch ein paar tausend Kilometer dazwischen sind, etc. Ich persönlich glaube auch, dass nicht sehr viel Unterschied dazwischen ist, richtig. Was nicht heißt, dass institutionalisierte Religion nicht auch ganz andere Ausformungen bekommen hat. Ja? Aber es wird immer von den einzelnen Lehrsystemen und Lehrern und Traditionen abhängen, wie dann dieser spirituelle Weg hier gepflegt wird. Es gibt eine Idealvorstellung aus meiner Sicht und es gibt das Abweichen von der Idealvorstellung. Und das war jetzt die Idealvorstellung? Also bei Ihnen beiden? Was ist die Idealvorstellung? Dass durch die buddhistischen Traditionen die Rahmenbedingungen gegeben werden, wo jemand, der sich am Buddha als Lehrmeister orientieren möchte und damit bestimmte Lehrinhalte auch wirklich als autoritativ annimmt. Nur ein kleines Beispiel. Die Auffassung, dass der Buddha erleuchtet war, ja, ist etwas, was man nicht überprüfen kann. Ist etwas, das man vertrauensvoll annimmt als Buddhist. Und im Rahmen dieser Vorgaben dann die Übungsmöglichkeiten, die hier gegeben werden, die eingebettet sind in ein sehr durchdachtes psychologisches und philosophisches System, eigenverantwortlich aufzugreifen. Das ist für mich die Idealvorstellung. Vielen Dank, Herr Professor Riedl. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit bei der Definition, ist Buddhismus eine Religion oder nicht, hängt auch mit dieser Definition zusammen. Professor Fiegel hat da eine sehr differenzierte Einführung gegeben. Ich habe halt auch im Internet nachgeschaut, halt ist alles im Internet, bei Wikipedia steht das als einer der ersten Sätze. Als Religion bezeichnet man eine Vielzahl unterschiedlichere kultureller Phänomene, die menschliches Verhalten, Handeln, Denken und Fühlen prägen. Also wenn man Religion so definiert, dann gehört Buddhismus eindeutig dazu.
Das Problem ist, glaube ich, dass die meisten Menschen bei uns im Westen sehr stark geprägt sind von dem christlich-jüdisch-islamischen Religionsbegriff. Und ich habe auch vor der Sendung oder vor unserem Gespräch gefragt, was ist Religion? Und alle haben gemeint, Glaube. Also ich glaube, im Westen wird Religion sehr stark definiert über den Glauben und den Glauben an ein höheres Wesen. In dem Sinn ist Buddhismus eher keine Religion. Und wenn man Buddhismus aber auch als etwas sieht, das sich sehr stark mit den menschlichen Wahrnehmungen, Handeln, Denken und Fühlen beschäftigt, dann ist es ja wohl eine Religion. Die Frage mit dem höheren Wesen ist natürlich ein Problem, nicht? Weil ich würde vermuten, dass Leute, die bewusst Christen sind, sofort sagen würden, also ich glaube nicht an ein höheres Wesen. Das, glaube ich, würde kein Theologe, der einigermaßen reflektiert sein Handwerk betreibt, und niemand, der sich wirklich überlegt hat, das würde das so ausdrücken. Also man hat da auch mit kulturellen Sedimenten in Großformat zu tun, das heißt mit dem, was man, und damit meint man jetzt die Europäer, sagen. Aber das verstehe ich gar nicht. Die glauben doch an ein höheres Wesen. Sie sagen, die würden nicht sagen, sie glauben an ein höheres Wesen. Nein, ich glaube nicht, dass die Definition ein höheres Wesen dem, was in der christlichen oder jüdischen oder islamischen Tradition gesagt wird, unbedingt entspricht. Das, glaube ich, kann man nicht sagen. Aber vielleicht sollte der Herr Professor Figl zu dem Thema was sagen, als Theologe und Religionswissenschaftler. Ja, ich denke, die Diskussionsleiterin meint deswegen, dass höheres Wesen nicht ausreichend ist, weil gerade in diesen monotheistischen eher ein persönlicher Bezug zu Gott also angenommen wird. Und ich meine, was natürlich zutrifft beim traditionellen Religionsbegriff ist, dass er vorwiegend, er ist in der europäischen Kultur entstanden. Heute wird uns bewusst, das muss man vielleicht auch ausdrücklich einmal sagen, Religio ist nicht nur ein lateinisches Wort, sondern ist ein abendländischer, eurozentrischer Begriff. Und wir haben in anderen Kulturen, weder im Buddhismus, nicht einmal im Islam und erst recht nicht in den fernöstlichen Religionen, einen genau entsprechenden Begriff. Man spricht von Dharma und anderen. Aber das gibt nur ungefähr wieder, was der europäische Begriff von Religion bedeutet. In der Neuzeit und lange Zeit, also bevor man auch dem Buddhismus begegnet ist, ist dieser Begriff Religion so definiert worden, dass er einen Gottesbegriff hat. Und die Religionswissenschaft hat auch erst vor rund 100 Jahren bemerkt, dass ja mit diesem Religionsbegriff man einen Großteil der östlichen Religionen nicht erfassen kann, und ist damals, also vor rund 100 Jahren, sind da die Religionsphänomenologen ausgewichen und haben gesagt, wir sprechen vom Heiligen in den Religionen. Und da würde auch der Buddhismus hineingehören, weil er sich auf etwas Heiliges bezieht. Heute sind wir da auch zurückhaltender, weil ja jede Religion selbst bestimmen muss, was ist ihr das Zentrale, das Wichtigste und in diesem Sinn das Heilige. Und heute würden wir wirklich sagen, dass eine religiöse Auffassung es ist, wenn sie über dieses Leben und über diesen physischen, materiellen Welthorizont hinausreicht, hin zu einer Wirklichkeit, von der man glaubt, dass es sie gibt. Das unterscheidet Religionen vom Materialismus, von rein immanent orientierten Auffassungen. Es ist eine transzendent orientierte Auffassung. Und ich denke, wenn man zum Buddhismus etwas sagen darf, die Wirklichkeit des Nirvana, die Annahme von Reinkarnation, dass vor meinem Leben, nach meinem Leben eine Wirklichkeit ist und dass ich in eine Wirklichkeit hineingehe, aber das kann Bhante Selavanser wohl besser erklären, die man Nirvana nennt, das überschreitet unsere Erfahrung und ist insofern ist schon der Buddhismus auch religiös zu nennen, wenngleich all die anderen Aspekte, die sehr treffend schon genannt worden sind, auch beim Buddhismus gegeben sind. Eine Weltanschauung, eine Spiritualität, eine Philosophie oder was immer. Aber ist Nirvana nicht auch etwas Diesseitiges? Ja, natürlich. Da sind wir genau bei dem Punkt, wo östliche Religionen sich von den monotheistischen unterscheiden. Es ist wirklich monotheistisch für den Islam, für das Judentum und das Christentum, dass
die Wirklichkeit Gottes als Schöpfer der Welt sich von seiner Schöpfung unterscheidet. Dass hier auch eine klare Zäsur gezogen werden kann. Inwiefern eine Beziehung ist, darauf wollen wir nicht eingehen, wir diskutieren ja nicht über das Christentum. Und bei den östlichen Religionen, bei Religionen, wo die Ewigkeit des Weltentstehens und Vergehens angenommen wird, kann natürlich eine solche Zäsur überhaupt nicht angenommen werden. Und da ist wohl Nirvana, auch wie es dann im späteren Buddhismus gesagt wird, eine Wirklichkeit, die in der Welt ist, die eine Kehrseite von Samsara ist, die dazugehört. Aber wir müssen auch vielleicht manche Worte Buddhas im Ohr haben, und gäbe es nicht diese Wirklichkeit des Nirvana, so gäbe es kein Entrinnen aus dieser Welt, und insofern weist er auf eine Wirklichkeit hin, die unsere Welt überschreitet. Aber da wäre ich wirklich sehr interessiert, was Bhante Silavansa dazu meint, ob jetzt das Nirvana in der Welt ist oder auch außerhalb der Welt. Und ich glaube, der Professor Riedl hat das gemeint, ja, diese Frage. Ja. Es ist eigentlich, erstens sollen wir kurz betrachten, was die Welt ist. Welt, sagt der Buddha, das Wort verwendet Panchakanda. Die fünf Daseinsfaktoren sind eigentlich die Welt. Ja? Und das heißt die Körperlichkeit, Gefühle, Wahrnehmung, Absichten, Bewusstsein. Da ist eigentlich die Welt. Und wenn wir fragen, wo ist der Nibbana? Nibbana ist in diesem fünf Skanda drinnen. Das heißt, in der Welt ist eigentlich der Nibbana. Nicht außerhalb von der Welt. Und natürlich dann, wenn jemand Welt so definiert, mit allen dann geboren werden, sterben, sehen, riechen, schmecken und alles, das ist die Welt, was wir sehen, die materielle Welt und alles. Und da ist eigentlich, wenn wir so fragen, ist der Nirvana eigentlich in dieser Welt? Dann wir sagen, nein, nicht in dieser Welt, außerhalb von dieser Welt. Ist ein Gebäude drinnen, ist der Nirvana nicht, außerhalb von diesem. Solange der Begriff der Gebäude gibt, gibt es kein Nirvana. Das heißt, du sollst erstens dieses Gebäude, Haus, der Begriff überwinden, dann ist der Nirvana. Das heißt, was wir Welt bezeichnen, diese Gebäude, Bäume, Flüsse und alles, wenn jemand sagt, ist diese Nirvana, ist sie drinnen, sage ich nein. Solange diese Welt existiert, existiert Nirvana nicht. Überwinde diese, dann ist der Nirvana. Aber das ist nur eine falsche Definition, was der Welt ist. Und Welt ist eigentlich, der Buddha sagt, es ist deshalb, sagt der Buddha auch, Bhamate Kalibri Loko Panyaiti. In diesem Körper drinnen ist der Welt. Das heißt, die Körper ist eigentlich die Welt. Ist nicht außerhalb von der Welt. Und dann, Nibbana ist auch in diesem Körper drinnen. Außerhalb des Körpers gibt es kein Nibbana. Ja? Und Nibbana ist auch nicht nach dem. Ja? Wenn jemand sagt, nach dem ist der Nibbana. Nein, hier und jetzt der Nibbana. Ja, das heißt, wo die Zeit und Raum nicht existiert, da ist der Nibbana. Ja? Und so geht eigentlich die Definition her, Nibbana. Ja? Das ist natürlich, vielleicht gibt es hier einen Widerspruch oder eine Ergänzung? Eher eine Ergänzung, um es ein bisschen wieder praktischer zu machen. Ja, denn aus meiner Sicht, worum geht es grundsätzlich? Warum hat der Buddha selbst überhaupt angefangen, so einen Weg zu gehen? Um frei von Leid zu werden. Ja? Und Nirvana, mal eine mögliche Definition, ein Zustand, frei von allem Leid zu sein. Ja? Jetzt, inwieweit ist es möglich in diesem Leben, hier und jetzt? In einem gewissen Ausmaß ist es möglich. Und in dem Sinn hat der Buddhismus natürlich viele Elemente, die zur Lebensbewältigung sehr, sehr hilfreich sind. Und in dem Sinn angewandte Philosophie, angewandte Psychologie,
wirklich eine Fülle von Möglichkeiten bieten. Wie realistisch ist es, dass man in diesem jetzigen Umfeld völlig leidfrei wird, sei mal dahingestellt, denn das erfordert doch eine sehr, sehr tiefgehende spirituelle Praxis, die dann doch auch diese ganzen transzendierende Elemente dabei hat, wo man durchaus auf zukünftige Lebenszeiten hin orientiert, auch auf einen längerfristigen Weg hinarbeitet. Ja? Ja, ich würde das auch gerne ein bisschen mehr praxisbezogener sehen. Und von der Leidfreiheit, das ist schon, muss ja nicht völlig leidfrei sein, also im Nirvana doppelt so leidfrei wie vorher, als man voll leid war, ist schon ein sehr schönes Ziel. Und auch die ganzen Dinge, glaube ich, kann man ein bisschen praktischer beziehen. Oder wenn Sie von Heiligen sprechen und von so fernen Begriffen, dann kann man, glaube ich, auch sagen, jeder von uns könnte letztlich heilig werden. Jeder könnte heil werden. Wenn wir den Mensch sehen als etwas, was gespalten ist, wir können da sehr, sehr tief hineingehen, aber grundsätzlich eine Überwindung der Spaltung oder Überwindung der Probleme oder wenn Sie gesagt haben, es geht, die Welt ist auch unsere Wahrnehmung, habe ich gehört, und Gefühle und Gedanken ist etwas sehr ganz Konkretes, was mich betrifft, und sich mit den eigenen Wahrnehmungen, dem Denken vor allen Dingen, dem Fühlen zu beschäftigen und darauf zu kommen, wie hat mich vielleicht ein früheres ich will gar nicht sagen falsches Denken, unglücklich gemacht. Wir brauchen nur es ganz konkret nehmen. Also dann würde ich sagen, der Herr Gutenberg hat vielleicht falsch gedacht im Hinblick auf sein eigenes Glück und viele andere Bankleute und die wollten, glaube ich, nicht das, was herausgekommen ist. Und der Gutenberg wollte nicht dort stehen, wo er gerade gestanden ist, wo er gerade steht. Und wenn es ihm gelungen wäre, früher mit seinen Gedanken und den Gefühlen in einer weiseren Form umzugehen, dann würde es ihm und seiner Bundeskanzlerin und dem Land weniger geschadet haben und alle miteinander wären etwas glücklicher. Und so kann man dieses ganze leidfrei, muss man gar nicht so weit gehen in irgendeinen sehr fernen Begriff des Nirvana, sondern ganz konkret, wie können wir von einem leidvollen Wesen etwas oder leidvollen Leben etwas leidfreier werden. Und dafür kann der Buddhismus, glaube ich, sehr gut helfen. Das war meine Erfahrung. Sie haben zu meiner Überraschung jetzt gesagt, jeder kann heilig werden. Wie soll das passieren? Das ist meine feste Überzeugung. Ja, aber wie, das muss ja irgendwie vor sich gehen. Ja, also der Begriff der Heiligkeit, das ist jemand, der heilig ist im Sinne der katholischen Kirche, der Wunder vollbringt oder der problemfrei im Leben lebt, der seine Neurosen überwunden hat in der ersten Schritt und in einem zweiten Schritt, der sein Ich überwunden hat, der es transzendiert hat, wie man das bezeichnen möchte. Also wer liebevoll, harmonisch und zufrieden im Leben lebt, der ist aus meiner Sicht ein heiler Mensch. Sagen wir noch nicht heilig, aber schon mal heil. Gut, also diese Unterscheidung kommt mir schon etwas näher zwischen heil und heilig. Aber vielleicht gibt es... Ja, aber was ist wirklich, wenn jeder nicht heilig werden kann, ist es sehr schade. Es ist ein Unrecht auch. Heiligsein heißt, in der Lehre des Buddha heißt, frei sein von geistigen Befleckungen, wie Gier, Hass und geistige Verwirrung. Und der Buddha gibt nicht nur einen Weg, er gibt auch eine Herausforderung. Ja. Du sagst, du kannst das, probier das, versuche das. Und das heißt, mit dieser Aussage, was er wirklich sagt, du kannst auch genauso wie ich, so geworden bin, kannst du auch sein. Das heißt, du kannst auch heilig werden. Und das heißt, und nicht für irgendeine ausgewählte Gruppe, die heilig werden kann, alle. Ja, sogar der Lehrer des Buddha, man kann lesen, sogar der Devadatta kann auch dann heilig werden. Auch die Angulimala, der viele Menschen umgebracht hat, ist auch heilig geworden. Diese Menschen können heilig werden, ist nicht irgendein Geschenk von jemandem, auch nicht irgendein Auftrag von jemandem, sondern eigene Bemühungen, ja. Das selber, das erreicht, ja. Der Buddha sagt, Tumhi kichang atapang akkatarata tagata. Ich sage euch deinen Weg. Warum sage ich das? Ich weiß, dass du diesen Weg gehen kannst, auch diesen Ziel erreichen kannst, ja. Es ist eine wunderschöne Herausforderung für die Menschheit. Ja? Sag, ich bin so gegangen, ich bin so geworden, Tathagata bin ich.
Ja? Was damit, was sollte ich dir sagen? Du kannst auch das machen. Deshalb, der Jnana Ponika Mahathera sagt, der Buddhismus ist ein gangbarer Weg. Jeder kann gehen, jeder kann heiliger werden. Ja? Das ist denn diese Möglichkeit, haben die Menschen eigentlich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also mein, ist gar keine Frage, dass ich weder heil noch heilig bin, aber ich strebe das an. Ich habe diese Worte des Buddha gehört, ich strebe das echt an. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine tolle Orientierung, aber ich glaube, bevor wir in die persönlichen Lebensumstände gehen, glaube ich, sollten wir uns mehr an der Lehre mit EH und nicht Doppel-E orientieren in dem Fall. Ich sehe eigentlich keinen Widerspruch hier. Es gibt sogar im Buddhismus das Ganze ausformuliert in zwei Schritten oder zwei Ebenen, nämlich die Ebene vom sogenannten weltlichen Weg und die Ebene vom die Welt transzendierenden Weg. Und letzten Endes ist der weltliche Weg sowieso die Grundlage für den Weg, der die Welt transzendieren wird. Und deswegen ist es eigentlich ein harmonisches Ganzes. Wo man dann die Skala heilig und so weiter ansetzt, sei mal dahingestellt. Ich habe eine Frage. Ich habe ein Interview gelesen oder gesehen vom Dalai Lama, der meint, es gäbe im Buddhismus quasi zwei Formeln, es könnte zwei Formen geben. Einen Buddhismus mit Religion oder mit Glauben, einen ohne. Wäre das mit diesem weltlich und gemeint? Oder? Würde ich mich darauf jetzt nicht festnageln lassen. Denn aus buddhistischer Sicht sind für beide, für den weltlichen und den sogenannten überweltlichen Weg, der Ausgangspunkt, die Lehren des Buddha, in einer unterschiedlichen, tiefgehenden Weise. So der weltliche Weg ist mal ganz eingebettet in ethische Grundrichtlinien, dann das Üben von innerer Ruhe, von Ausgeglichenheit, vom Umgang mit Emotionen. Also alles, was dieses Leben leichter lebbar macht, ja, was einen die unmittelbare Leidhaftigkeit in den Griff kriegen lässt. Heißt das, der Weltliche ist dem Überweltlichen vorgelagert? Ja, natürlich. Also erst wird der Weltliche und dann den Überweltlichen. Ja. Können Sie ein bisschen mehr zu den Überweltlichen nochmal sagen? Was? Vielleicht, ich würde an der Stelle gerne unterbrechen und würde sagen, vielleicht kann man auch mal erklären, was macht den weltlichen Weg aus und was macht den Überweltlichen aus, weil sonst verlieren wir nämlich den Überblick. Sie haben ein paar Faktoren genannt, also heißt innere Ruhe üben, Ethik, aber was gehört da noch dazu? Das ist ja ein sehr umfassendes Schulungsprogramm. Ja, der buddhistische Schulungsweg, der Weg der Praxis beginnt eigentlich mit der Freigebigkeit. Denn deutlich hat der Buddha gesagt, wenn du Dinge anhaftet, das heißt, Nibbana heißt, oder Lokottara, der überweltliche Welt heißt eigentlich, weltliche Welt heißt, dass der Mensch die fünf Daseinsfaktoren, das sind der Körperlichkeit, Gefühle, Wahrnehmung, Geist, Absichten und Bewusstsein, ständig mit Ich-Bezogenheit anhaftet. Das ist weltliche Welt. Ja? Das heißt, wenn jemand so lange sagt, das ist mein Körper, meine Gefühle, meine Absichten, meine, alles, mein, so lange ist er der weltliche Mensch. Ja. Also auch wenn ich sage, meine guten Taten oder geheim stolz drauf. Egal, gut oder schlecht, negativ oder positiv. Wenn der Mind dabei ist, ist weltlich. Es ist nicht überweltlich. Man kann ein toller etwas geleistet haben, wenn jemand sagt, meine, dieser Moment ist irgendwie weltlich. Und solange der Mensch die fünf Daseinsfaktoren festhält, anhaftet, ist weltlich. Überweltlichkeit, eine Methode verwenden, durch diese Methode, dass der Mensch einfach die fünf Daseinsfaktoren freilässt. Ja? Solange der Mensch die fünf Daseinsfaktoren festhält, anhaftet. Ja? Können Sie noch mal konkreter diese fünf Daseinsfaktoren nennen? Damit fünf Daseinsfaktoren sind die Körperlichkeit. Daraus besteht dein Wesen, ein Mensch. Das ist mein Körper auch zu verstehen. Ja? Ja, Körperlichkeit, das auch mein Körper. Ist der allgemeine Körperlichkeit. Und dann ist der Gefühle, Wahrnehmung, Absichten im Bewusstsein. Ja, das sind die fünf Daseinsfaktoren. Und diese Daseinsfaktoren haftet man ständig an, weil der eine illusionäre Vorstellung hat, ja, das soll mein Sein, mir gehörig sein. Und deshalb haftet er an. Und dieses Anhaften erzeugt ein Leiden. Deshalb, weltliche Welt ist leidvoll. Ja? Und deshalb in der ersten Wahrheit sagt der Buddha,
Jatipidukka, Jarapidukka, Marnampidukka. Ja, Geburt ist leidvoll, Altwerden ist leidvoll, Sterben ist leidvoll, Krankwerden leidvoll. So alles erklärt. Am Ende sagt der Buddha, Sankichena Panchupadana Kanda Dukkha. Ja, kurz gesagt, oh Mönche, die fünf Daseinsfaktoren, die mit dem Anhaften verbunden sind, ist leidvoll. Ist nicht Geburt leidvoll, sondern Geburt mit den Anhaften verbunden ist. Altwerden ist nicht leidvoll. Altwerden mit dem Ich anhaftet, ja, das ist leidvoll. Weil ich an meinen Wahrnehmungen und Gefühlen anhafte, leide ich. Ja. Das so zu verstehen. Alles, ja. Und wenn jemand Lokotra zu werden, das heißt überwältigt werden, dann soll er eigentlich diese fünf Daseinsfaktoren loslassen. Also der Mensch kann in diesem Leben überwältigt werden. Ja. Ja. Überwältigt werden. Er kann nur diesen Welt. Ja. Nicht nach dem Tod. Mhm. Er kann nur hier und jetzt in diesem Welt eigentlich überwältigt werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wie ist das dann mit Reinkarnation? Ja. Das ist ja ein. Ja, das heißt, er wird nicht überwältigt, dann muss er wieder weiter im Samsara weitergehen, wiedergeboren werden. Ja? Und diese, das heißt, die fünf Daseinsfaktoren wieder freizulassen, hat der Buddha eine Methode erklärt. Das heißt, solange der Mensch die fünf Daseinsfaktoren anhaftet, die Welt fließt nicht. Wenn die Welt nicht fließt, dann ist leidvoll. Was der Buddha gesagt hat, erklärt, die gesamte Lehre des Buddha ist eigentlich eine Methode, wieder die Welt fließt. Lass die Welt fließen. Ja? Wenn du das schaffen kannst, dann hast du kein Leiden mehr. Ja? Und das zu schaffen, hat der Buddha einen Weg gesagt, dieser Weg beginnt eigentlich mit der Freigebigkeit. Freigebigkeit ist der erste Gegner der Art des Anhaftens. Freigebig sein. So geht dann weiter Sittlichkeit und die Konzentration und die Meditation. Diese stufige Entwicklung. Ja? Und wenn jemand so gehen kann, diesen Weg, Freigebigkeit und Sittlichkeit und die Kultivierung des Geistes, das heißt die Meditation. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich das noch sagen soll. Es gibt sehr schöne Beispiele. Es gibt eine Lehrrede, die heißt Ratha Vinita Sutta in Madhyama Nikaya. Und einmal fragte Sariputta einen Mönch, und wie ist eigentlich der Buddha-Weg? Ist das Sittlichkeit, ist der Nibbana? Der Freigebigkeit ist zum Nibbana? Sagt er, nein, es ist nichts. Sittlichkeit ist der Nibbana? Ist auch nichts. Und die Meditation ist zum Nibbana? Auch nichts. Und sagt, wie ist der Nibbana? Diese zu verdeutlichen, gebe ich denn am Beispiel. Der Großkönig Bimbisara möchte diesen Stadt, die andere Stadt zu fahren. Und der Weg ist sehr weit. Ein Pferd kann das nicht das machen. Und er bereitet einige Wagen. Erster Wagen nimmt er, steigt ein, fährt bis dahin. Und der Pferd wird, dann ist das, er denkt, ja, jetzt muss ich den Wagen wechseln. Wechselt er den anderen Wagen. Und dann den dritten Wagen. Und so wechselt der Wagen. Und dann jemand fragt, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit diesem? Er sagt, nein, nicht mit diesem Wagen. Und mit welchen hast du? Dann ist der erste, zweiten auch nicht. Und ersten auch nicht. Aber das, wenn dieser nicht gewesen wäre, wäre dieser nicht. Wenn dieser nicht ist, ist dieses nicht. Ist alles Unterstützung. Aber es geht nie, zum Beispiel Dana, Freigebigkeit, verbindet nicht direkt den Nibbana. Das soll so gehen. Eine nach andere. Ja? So ist eigentlich der Weg des Buddha. Ja? Ist graduelle, allmähliche Entwicklung. Ja? Und einmal hat eine Asura sind die Wesen im Meer leben und kam zum Buddha und eine Frage gestellt. Buddha fragt, warum lebt ihr eigentlich so gerne im Meer? Sagt er, o Erhabene, Anfang des Meeres ist so nicht so tief, so unruhig. Aber wenn der weiter und weiter geht, ist dann Meer ist immer tiefer.
tiefer und aber still. Deshalb leben wir sehr gerne dort. Und dann, Asura hat dann Buddha gefragt, warum leben die Mönche so gerne, Mönche und Nonnen so gerne bei dir? Genauso wie diese. Mein Lehrer ist auch Anfang nicht so tief. Aber wenn das weitergeht, immer tiefer und tiefer und auch dann sehr still. Deshalb leben sie bei mir. Es war jetzt die ganze Zeit die Rede von den Elementen des weltlichen und des überweltlichen Weges und der Unabdingbarkeit des einen für den anderen, dass man ohne das eine das andere nicht erreicht. Für die tibetischen Traditionen, also für den Mahayana-Buddhismus, spielt diese Unterscheidung zwischen weltlich und überweltlich, die wird ja viel mehr herausgestellt als in der Theravada-Tradition, also jedenfalls in der allgemeinen Wahrnehmung. Ich glaube, da gab es noch jetzt eine Ergänzung von Ihnen. Ja, um das abzurunden und vielleicht auch um den Überblick zu behalten. Das gesamte buddhistische Training oder die Schulung hat letzten Endes doch drei Grundpfeiler. Nämlich zum einen ethische Lebensgestaltung, zum anderen das Entwickeln von innerer Sammlung, von Meditation und zum dritten das Entwickeln von Einsicht, Weisheit. Und ethische Lebensgestaltung geht aus von den fünf Grundshilas oder Silas in Pali, also Leben zu achten, nicht zu töten, nicht zu nehmen, was einem nicht gegeben wurde, keine Unwahrheit zu verbreiten, sich nicht zu berauschen, sexuell keinen Missbrauch zu betreiben. Und darauf, auf dieser oder eingebettet darin, die Möglichkeit, Meditation zu entwickeln und schließlich Weisheit entwickeln. Und alle drei fließen ineinander über, ergänzen einander, nähren einander. Und ob man sich jetzt ganz im weltlichen Sektor sozusagen befindet oder in Richtung transzendierende Qualitäten geht, hat letzten Endes mit der Frage zu tun, wie tief man in der Meditation und wie tief man mit dem Entwickeln von Weisheit voranschreitet. Solange alles aus Ich-Bezogenheit heraus erfolgt, wie vorhin so schön geschildert, kann es nur im weltlichen Bereich bleiben, hilfreich sein, unbedingt nötig sein, um das Leid irgendwie in den Griff zu kriegen. Und wenn dann die Verschiebung allmählich dahin geht, Wesenlosigkeit zu begreifen und hoffentlich irgendwann zu durchschauen, dann geht es in Richtung überweltlich. Also die beiden sind von der Lehre her natürlich voneinander zu trennen, von der praktischen Umsetzung fließt eins ins andere über. Ich würde gerne auf die Frage kommen, ist Buddhismus nun eine Weltanschauung oder ein Glaube? Und wenn Glaube, was heißt, ist das Glaube in welchem Sinn? Also diese Frage, glaube ich, ist ja deswegen so relevant geworden, weil der Buddhismus, erstens, das Wort ist, glaube ich, so eine europäische Erfindung und kein Buddhist nannte sich vor Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts Buddhist. Das kam einfach durch den Kontakt mit dem Westen. Aber allein an dem sieht man schon, wie schwierig die Debatten sind, die wir führen, dass wir immer einen Horizont von europäischem oder abendländischem Verständnis haben. Und ich sage absichtlich europäisch und nicht christlich, weil da ganz viel eingeflossen ist in diese ganzen Fragestellungen. Und eine ganz wesentliche Wahrnehmung des Buddhismus war eben, es gibt keinen Glauben im Buddhismus, weil vor allem im 19. Jahrhundert diese Frage des an etwas glauben und mit dem Katechismus die Glaubenswahrheiten heruntersagen müssen, wie viele Leute noch als Kinder in der Schule machen mussten. Ich zum Beispiel musste den Katechismus, sollte ihn noch lernen. Das heißt, da gibt es Geschichten und Traditionen und auch Traditionsbrüche, die da eine Rolle spielen. Und ich würde jetzt gerne nochmal nachfragen, gibt es im Buddhismus so etwas Ähnliches wie in der christlichen Tradition das Wort Pistis, Vertrauen, Glauben. Und was heißt das? Ich weiß nicht genau, wo ich anfange. Vielleicht darf ich beim Religionswissenschaftler anfangen. Ja, ich gehe gern darauf ein. Es ist richtig festgestellt worden, die ersten Buddhisten, also nehmen wir jetzt nicht nur die Wahrnehmung des Buddhismus aus westlicher Sicht im 19. Jahrhundert, sondern die ersten Konvertiten Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die haben den Buddhismus eigentlich als eine Erkenntnisreligion betrachtet und waren froh, dass sie nicht so glauben müssen, wie Protestanten den Glauben verstehen, dass es eine Religion ist, die keine Offenbarung hat. Eine Religion ist, wo man nicht etwas
sagen wir, übernehmen muss. Und in Europa war sie da auch keine Religion, die vererbt worden ist, wo man hineingeboren wird, sondern eine Religion, die man frei wählen kann. Also hier hat man ein halbes Jahrhundert immer den Gedanken gehabt, Buddhismus ist keine Glaubensreligion im christlichen Sinn. Und ich glaube, das kann man durchaus auch sagen. Der Buddhismus hat sich stark, weil ja die ersten Konvertiten sind zum Teil aus Pastorenhäusern, aber jedenfalls fast alle aus der christlichen oder zum Teil jüdischen Herkunft, sich von ihrer Herkunftsreligion abgegrenzt haben und neu definiert haben. Also das Befreiende haben sie beim Buddhismus erlebt und die Buddhisten haben das so definiert. Überdies, es gibt dann schon um 1900 einen buddhistischen Katechismus und da wird zwar auch gefragt, wie im Luther-Katechismus und dann im katholischen Katechismus. Und was ist Buddha für dich? Und da wird immer zuerst gesagt, er ist nicht ein Sohn Gottes, er ist nicht ein Offenbarer, sondern er bringt dir die Befreiung und es wird alles so definiert. Ich denke, dann aber, als der Buddhismus zu einer größeren praktizierten Religion geworden ist, sagen wir in den letzten 40, 50 Jahren in Europa, hat man gesehen, der Buddhismus ist eine Religion, wo es um mehr geht als bloß um Erkenntnis und als bloß um Theorien, als bloß um Alternativen, sondern da geht es um Wirklichkeiten, wo sich im europäischen Kontext der allgemeinere Begriff eingebürgert hat. Ich kann das nicht beweisen, aber ich kann es erfahren und in diesem Sinn glauben. Ich würde eher sagen, es ist ein Erfahrungsglaube. Es ist kein Glaube ohne Gründe und ohne Erfahrung sozusagen, weil du etwas glauben musst, weil es dir gesagt wird, sondern weil du es erfahren hast. Aber diese Erfahrung ist umfassender als ein bloß theoretisches Wissen. In diesem Sinn, denke ich, könnte man Glauben im Buddhismus verstehen und man müsste die Buddhisten fragen, wie sie dann Glauben hier vor dem europäischen Hintergrund verstehen. Bante, darf ich Sie fragen? Ja. Wir haben vorher gehört, dass der Buddhismus eigentlich nicht theistisch ist. Und nicht theistisch. Theistisch ist, ja. Und auch erklärt der Buddha, das Weltall ist eigentlich von immanenten Gesetzmäßigkeit, innewohnender Gesetzmäßigkeit gelenkt wird. Und das Welt heißt meine eigene Welt. Und nicht theistisch. Und auch dann der Buddha, wie Professor Fiegel gesagt hat, eigentlich von Anfang an bis heute ist er kein Gott, ist auch nicht der Prophet eines Gottes. Und er war immer von Anfang an ein Mensch, aber außergewöhnlicher Mensch. Und außergewöhnlich ist deshalb, weil er von seinen eigenen Bemühungen den Geist von verschiedenen Beflippungen befreit. Das ist das, deshalb ist außergewöhnlich. Und Glaube, das Wort ist eigentlich die passende Wort in Pali-Sprache, glaube ich, gibt es nicht. Das Wort kommt Viswasa. Viswasa ist eigentlich das Vertrauen, ist das. Und eine Stelle gibt, sagt der Buddha, ein Dämonanhänger fragt der Buddha, was ist der kostbarste Besitz des Menschen? Antwort gibt der Buddha Viswasa Saddhidavittang Purisasa Settang. Das Vertrauen ist der kostbarste Besitz des Menschen. Ja? Und in dem Sinne, wenn wir sagen, es ist sehr kostbar im Buddhismus das Vertrauen. Aber Glaube ist eigentlich, wenn jemand wirklich einen praktizierenden Buddhisten fragt, was ist für den Glaube, er wird eine Antwort geben, ohne kritische Betrachtung. Wenn du etwas annimmst, das ist für mich eigentlich Glaube. Ja? Was ist für dich das Vertrauen?
Wenn ich etwas kritisch prüfen, wenn irgendetwas in mir, das ich wirklich einfach gespürt hat, dieser Mensch ist für mich ist sehr wertvoll, das ist der Vertrauen. Ja? Dieses Vertrauen kann eigentlich so bezeichnen als aus dem Vertrauen entstandenen Glaube. Ja? Aber das ist nicht, weil er durch seine Betrachtung hat er eigentlich diese Person erkannt. Ja? Nicht ohne Erkenntnis. Ich kenne diese Person. Wie kenne ich diese Person? Vertrauen hat eine Verbindung mit Zeit und Raum. Wenn jemand sagt, ich habe bei ihm einen Raum, er hat mir mit der Zeit, das heißt, ich vertraue ihm. Wenn irgendwann Zeit und Raum enger wird, dann verliere ich eigentlich dann Vertrauen. Deshalb, erste Reaktion, der Verlust des Vertrauens ist eigentlich Angst. Angst kommt eigentlich von Enge. Eng wird, das Bewusstsein wird eng. Das heißt, Zeit und Raum wird immer enger. Das heißt, ich verliere das Vertrauen. Und so ist eigentlich in diesem Sinne, gibt es nicht, was wir hier bezeichnen, Glaube, gibt es im Buddhismus nicht. Obwohl wir verschiedenartig uns bemühen, das Wort reinzugeben, aber ich glaube, das können wir nicht machen. Wir können das verwenden mit dem Vertrauen, mit dem kritisch prüfenden Betrachten entstandener Vertrauen ist der Glaube im Buddhismus. Das ist okay. Also ich, wenn ich zuhöre, kann ich das gut nachvollziehen, nur denke ich, wenn Buddha so außergewöhnlich ist, ein außergewöhnlicher Mensch ist, dann ist er nach buddhistischer Tradition jedenfalls ja so außergewöhnlich, dass er nur einmal in jedem Weltzeitalter auftritt. Und das ist schon eine sehr, also ein Weltzeitalter ist sehr lang und das ist dann auch eine sehr, wie soll man sagen, eine große Ausnahmeerscheinung in einem Ausmaß, wie ich mir das gar nicht vorstellen kann. Das finde ich, da komme ich schon sehr nahe in die Richtung von etwas Glauben, das ich tatsächlich überhaupt nicht greifen und verstehen kann. Ich kann, aber das würde ich gerne die Frage an den Adraschik weitergeben. Wie sieht die tibetische Tradition im Buddhismus, die Frage des Glaubens im Buddhismus, weil da diese großen Zeiträume ja manchmal mehr betont werden? Also grundsätzlich fand ich diese Definitionen sehr schön. Ich glaube auch, dass wir hier einfach ein Problem mit Begrifflichkeiten haben und das Wort Glaube im Buddhismus immer eckig ist. Es passt irgendwo nicht. Gleichzeitig spielt natürlich der Buddha als Bezugspunkt eine sehr große Rolle. Die Frage ist, wie sieht man ihn? Und es gibt sicherlich im Buddhismus, wie er vielleicht von ganz einfachen Menschen praktiziert wird, vermute ich, dass für viele der Buddha eigentlich schon wie ein Gott ist, den sie anbeten. Okay, es hat auch seinen Platz im Buddhismus. Entspricht meinem Verständnis nach nicht dem eigentlichen Sinn der Lehre. Vertrauen, jetzt auch aus Mahayana-Sicht gesehen, macht sich aus meiner Sicht im Wesentlichen an Dingen fest, die man von der eigenen Erfahrung her nachempfinden und immer tiefer erforschen kann. Und beziehen sich dann im Wesentlichen auf das Erleuchtungspotenzial in einem selbst. Und in der Folge dann eigentlich in jedem Lebewesen. Daher diese große Wertschätzung von jedem Lebewesen und noch höhere Wertschätzung von dem, der nach den Schilderungen es geschafft hat, diesen Weg so zu gehen, dass er dieses Potenzial voll und ganz verwirklichen hat können. Dass nur ein Buddha in einem Weltzeitalter erscheint, diese Aussage muss man auch ein bisschen relativieren. Die Funktion eines historischen Buddha heißt es hier, ja, die gibt es wirklich nur selten. Abgesehen davon könnte da noch hineinspielen die Theorie der Parallelwelten, dass also gleichzeitig in verschiedensten Parallelwelten genau so was sich abspielt, dann ist es schon wieder nicht mehr so exklusiv. Aber es gibt ja ebenso andere Buddhas, die jetzt nicht in der Funktion eines historischen Buddha mit allem Drum und Dran auftreten. Das macht also die Möglichkeit oder die Tatsache, dass der Buddha-Zustand verwirklichbar ist, holt es näher her, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Standpunkt im Mahayana-Buddhismus.
Vertrauen, Glaube. Glaube vielleicht an die Grundfähigkeit von jedem Lebewesen. Aber ich würde nach wie vor auch eher bei dem Wort Vertrauen bleiben. Ich glaube, wir sollten zur Frage des Buddhismus als staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft kommen. Das legt sich auch dadurch nahe, dass der Buddhismus in Österreich, oder andersrum gesagt, die ganze Fragestellung, ob Buddhismus nun Glaube und Religion etc. ist, modelliert sich ja nach europäischen und auch nicht nur religiösen, sondern auch rechtlichen Traditionen. Und dass der Buddhismus in Österreich anerkannt ist, ist erstens in Europa einmalig, sonst ist meines Wissens jedenfalls der Buddhismus in keinem europäischen Land gleichberechtigt mit... Doch, Polen zum Beispiel. Polen, okay. Ja, und Norwegen, so? Dänemark, es gibt einige. Ja, gut, aber wir waren die Ersten, ja, oder? Sehe ich das so recht? Weiß nicht, vielleicht war Polen vorher. Vielleicht, ja, das könnte Polen, sein. Ich glaube. Ja, gut, das war das kommunistische Polen. Das halte ich für möglich. Gut, das ist ein Forschungspunkt. Aber jedenfalls, soweit ich informiert bin, musste sich ja dann die buddhistische Religionsgemeinschaft formieren nach Vorgaben aus dem Recht, die sich modelliert haben an dem, was sich über Jahrhunderte als Staatskirchentum entwickelt hat. Und das eine passt mit dem anderen ja nicht ganz zusammen. Wodurch vielleicht auch die Frage sich ergeben hat, braucht der Buddhismus eine staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft, ja oder nein? Vielleicht darf ich Sie dazu mal bitten. Sie waren immerhin zweimal Präsident der ÖBR. Einmal, ja. Naja, also man muss es wieder unterschiedlich betrachten. Ich denke, es ist einmal gut, dass dadurch, dass es eine staatlich anerkannte Institution, die eine Religion ist, gibt es Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist sicherlich, dass man unter Religion im Allgemeinen etwas anderes versteht, nämlich immer eher die monotheistischen Religionen. Das ist der Buddhismus einfach nicht. Das ist in gewisser Weise ein Nachteil, dass er damit verglichen wird und im gleichen Boot sitzt, wie eben die monotheistischen Religionen wie Zeugen Jehovas, die mittlerweile anerkannt sind und so weiter. Das ist vielleicht weniger günstig für den Buddhismus, weil er dann nicht als das erkannt wird, als was er eigentlich ist. Der Vorteil ist zweifelsohne, dass er anerkannt ist, dass er friktionsfrei in unserer Umwelt lebt, dass es Religionslehrer gibt, dass er im Fernsehen vorkommt, dass die Menschen über den Buddhismus informiert werden. Und das würde ich aus der eigenen Erfahrung auch sehen. Für mich war es mal am Anfang großartig, dass es diese Religionsgesellschaft gegeben hat. So bin ich zum Buddhismus gekommen. Und jetzt nach vielen, vielen Jahren brauche ich es natürlich weniger. Da ist die eigene Praxis schon tiefer und man geht einen eigenen Weg. Also es gibt beide Aspekte davon. Wie sehen das die beiden anderen? Es ist ja nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Der Buddhismus ist in Sri Lanka ist anerkannt geworden im 3. Jahrhundert vor Christus. Aber und ist sehr lange jetzt, sehr viel Zeit jetzt. Und der Staat hat sehr große Unterstützung alles. Aber das ist nur der Buddhismus so richtig zu erhalten. Ja, Buddhismus, Kultur und auch dann verschiedene Verwaltungssachen so genau zu erhalten, ist Anerkennung ist sehr wichtig. Ohne diesen ist auch die Praxis nicht so einfach. Ja, wenn der Buddhisten irgendwo praktizieren, wenn jeder staatliche Organe kommen und sagen, ja, sie machen etwas Gefährliches, dann Kontrolle ist da. Und dann ist dafür die Praxis ein Hindernis. Wenn die Stadt anerkennt diese Religion, da können die Menschen wirklich ohne Störung eigentlich ihre Praxis weitermachen. Aber das ist nur für die Verwaltung her ist das. Für die Praxis, für die geistige Entwicklung ist wirklich überhaupt keine Verbindung mit diesem. Ja? Deshalb ist nur für die Verwaltung ist eigentlich Anerkennung sehr, sehr wichtig, besonders im Westen. Weil das alles ist geregelt. In Asien nicht. Zum Beispiel in Indien. Wenn jemand sehr schön angezogen weiter irgendwo auf der Straße geht, auch eine anerkannte Person. Wenn gar keine Kleidung hat, nachgeht, ist auch keine anerkannte Person. Hier nicht.
Und deshalb die Anerkennung. Hier, wenn jemand sagt, du kannst auch ohne Kleidung Nacht herumgehen, ist anerkannt. Dann ist kein Problem. Diese Anerkennung notwendig, sonst können die Leute nicht das machen. Ja? So ein Land in Indien, Anerkennung ist nicht so wichtig. Aber für Europa ist wichtig, weil Ordnung und alles, das, alles genau sein, ist hier sehr wichtig. Weil wir nicht tolerant genug sind. Ja, ja, das ist das die Botschaft. Naja. Naja, mit dem Nacktgehen. Ja, das sind die Giants, ja. Na, bei uns kommen wir ja nicht auch in den Ruf. Ja. Naja, ob das mit Toleranz, ich glaube, das hat mehr mit Traditionsbildungen zu tun. Hätten wir solche Traditionen, würden wir das auch tolerieren. Abgesehen davon ist es natürlich auch eine Frage der Außentemperatur, würde ich ganz pragmatisch an diesem etwas kühlen Wintertag feststellen. Wie sieht das aus der tibetisch-buddhistischen Ecke aus, die staatliche Anerkennung? Ach, ich möchte wieder nicht für die tibetische Ecke sprechen, nur mein Verständnis. Ich glaube, es ist alles gesagt. Wir leben in der Welt der Konventionen und man braucht irgendwelche Strukturen. Für den einzelnen praktizierenden Buddhisten, der gelernt hat, wie er seine Spiritualität, Religiosität, wo auch immer er sich definieren möchte, lebt, ist die Religionsgesellschaft sicher nicht von großer Bedeutung. Mit einer kleinen Einschränkung bereits aber auch hier, weil doch das Wissen darum, dass es andere gibt, die was Ähnliches jedenfalls versuchen oder sich ja um einen ähnlichen Weg bemühen, also eine gewisse Art von Sangha, von Gemeinschaft, ist natürlich leichter auch, wenn es eine Organisation dafür gibt. Ja? Aber ich sehe auch die Bedeutsamkeit der Religionsgesellschaft ganz auf der Ebene der Konventionen, dass man sich organisieren muss, wenn mehr Menschen etwas gemeinsam machen wollen, dann braucht es irgendwelche Strukturen. Und welche Alternativen? Als Verein, das würde einfach nicht passen, finde ich. Es gibt gerade in Österreich das Land der Vereine. Das ist nicht passend. Was gibt es sonst? Was gibt es außer Vereinen und Religionsgesellschaften an Möglichkeiten für so ein System? Das ist schon richtig. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, war ja 18 Jahre in der Religionsgesellschaft tätig, würde ich vielleicht im Nachhinein, also im Außenblick sagen, die Religionsgesellschaft sollte vielleicht heute mehr auf jene Menschen eingehen, die sich für den Buddhismus interessieren. Ich habe von außen ein bisschen den Eindruck, dass die Religionsgesellschaft sehr um ihre eigenen Probleme kreist. Also welche Gruppen sind jetzt wo, was dürfen die, wer ist jetzt, dürfen die den gleichen Namen führen. Also sie sollten meines Erachtens mehr zu den Menschen hinausgehen und über das informieren oder möglichst, was Buddhismus sein könnte, oder machen die Gruppen sowieso. Aber es ist sehr stark auch die Innenproblematik, um die die Religionsgesellschaft kreist, und das wird ein bisschen ein Nachteil. Also soweit ich das alles mitverfolgt habe, ich war nie aktiv in der Religionsgesellschaft, in diesem Gremium, hat sich das von Anfang an als ein Dachverband verstanden, wo die eigentliche Arbeit auch das Anbieten der buddhistischen Möglichkeiten nach außen hin für Interessierte ganz absichtlich in den Gruppen belassen wurde. Ja, das soll und nicht auf eine übergeordnete Ebene gehoben wurde. Und abgesehen davon, glaube ich, steht und fällt es mit der Manpower. Es ist ja eigentlich nur eine kleine Gruppe. Und ich glaube, die da in den verschiedenen Funktionen derzeit tätig sind, tun da ihr Bestes. Aber gerade der Punkt, ja, dass das buddhistische Angebot sozusagen aufbereitet wird, zugänglich gemacht wird, liegt eigentlich bei den Gruppen, so wie die Struktur bisher hier gestaltet ist. Aber dann können sich auch die Gruppen das ein bisschen, also es ist so, dass die Gruppen alle sehr stark östliche und asiatische Namen haben. Also es ist dann sehr schwierig. Also ich sehe sehr viel im Freundeskreis, dass sich sehr viele Menschen für den Buddhismus interessieren und dann sich konkret da, und dann wird es plötzlich eine Wand, die sehr schwer durchschaubar ist, wenn man sich nicht wirklich sehr, sehr vertrauensvoll hineinlässt, ja. Also schon, also auf die Oberfläche gesehen, nicht ganz so leicht in den Buddhismus in Österreich einzudringen. Und das ist sicherlich auch ein Thema, wie sich die Religionsgesellschaften, die Gruppen als Ganzes nach außen hin darstellen. Also ich glaube, das wäre eine eigene und auch interne Diskussion. Aber Faktum ist, mit Buddhismus kommt einher 2.500 Jahre Tradition. Und um die kommt man nicht herum. Das ist schwerlich anders möglich, so präsent die Tradition dann auch gelebt werden mag.
Umgekehrt muss man auch sagen, dass in Österreich die interessante und relativ einmalige Situation ist, dass in einer Organisation alle verschiedenen buddhistischen Traditionen, die sich sonst nicht unbedingt vertragen, unter einem Dach sind. Also es ist mit dieser Religionsgemeinschaft schon was gelungen, was bei entsprechender Entwicklung auch zukunftsweisend sein könnte. Aber ich glaube, Professor Figl hat da, nachdem er ja ein langjähriger Beobachter, teilnehmender Beobachter ist, glaube ich, auch noch einige Anmerkungen. Es ist sehr treffend wiedergegeben, wenn ich als teilnehmender Beobachter bezeichnet werde. Also im Grunde ist ja die Frage einer Religionsgemeinschaft nicht nur eine innerhalb der betreffenden Religionsgemeinschaft, sondern auch eine Frage des Staates, was und warum sie anerkannt wird. Und ich glaube, hier hat der Staat von sich aus wirklich das legitime Interesse, erstens die Religionsfreiheit zu garantieren, und zwar in gleicher Wertigkeit für die anerkannten Religionsgemeinschaften. Und da ist Österreich, glaube ich, doch vorbildlich gewesen, und es ist eine Entwicklung gewesen, die man nur begrüßen kann. Hier ist tatsächlich auch für den Buddhismus eine Chance gegeben gewesen, nämlich dass unter einem Dach die verschiedensten Traditionen sich treffen. Ich glaube, dass das nicht völlig neu ist. Im Weltbuddhismus gibt es ja auch diese Gespräche. Aber es zeigt natürlich, dass der Buddhismus jetzt in sich eine große Toleranz gegenüber den jeweils anderen Richtungen hat. Er muss zwar nicht alle Gruppen aufnehmen, aber es ist die Vielfalt des Weltbuddhismus vertreten, und das ist schön. Und ich denke auch jetzt für das interreligiöse Gespräch, um hier auch eine Bemerkung zu machen, ist es einfach gut, wenn man auf gleicher Ebene und mit Repräsentanten der verschiedenen Richtungen sprechen kann. Und insofern ist die staatliche Anerkennung nicht nur sehr sinnvoll, sondern von Interesse sowohl für den Staat als auch, wie ich denke, für die Religionsgemeinschaften. Und ich glaube, für die Religionsgemeinschaften, also konkret jetzt für die buddhistische Religionsgemeinschaft besonders, weil Österreich hat ja eine Zweiklassengesellschaft in Sachen Anerkennung, und da hat der Buddhismus in Österreich denselben Status wie die katholische Kirche, wie die protestantischen Kirchen. Wie der Islam. Und wie der Islam und wie das Judentum. Im Unterschied zu anderen Religionsgemeinschaften, die zwar anerkannt sind, aber nicht denselben Status haben. Das heißt aber auch die ganzen öffentlichen, rechtlichen Benefits sozusagen, die mit dieser Anerkennung einhergingen, haben die anderen Religionsgemeinschaften nicht. Also zum Beispiel eben die genannten Mormonen etc. Ja. Also das muss man, glaube ich, schon sehen. Was natürlich daraus wird, hängt bei allen Religionsgemeinschaften an den Menschen, weil ohne Menschen gibt es keine Religion. Und ich glaube, damit dürfen wir diese Runde beschließen. Mit vielen Dank an alle. Dankeschön. Dankeschön. Okay.